Hey, mit dem nächsten Song, dem vierten, hast du mich echt ein bisschen überfordert. Ja. REM, Losing My Religion. Alter. Jeder andere Rapper hätte sich gesagt, weißt du was, höre ich gerne, finde ich geil, aber nee, das kann ich denen nicht sagen, dass ich das höre. Nee, also ich habe mit dem Song verbinde ich auch viele gute Erinnerungen. Ich war damals in so einer Art Jugend-WG in Berlin und die haben uns dann, beziehungsweise der Senat hat uns dann irgendwann, glaube ich, mal so eine Reise nach Griechenland spendiert. Und dann waren wir dort und ich erinnere mich, da habe ich auch das erste Mal Tequila für mich entdeckt. So. Darf man vielleicht nicht sagen. Ich sage ehrlich, meine Betreuer haben es nicht mitbekommen. Oh. Und in dieser Disco wurde halt nur Schund gespielt, aber das war der einzige Song, der mir gefiel. Und der ist auch jeden Abend da gelaufen, so, weißt, in diesem Club da, in diesem kleinen Dörfchen. Ja. Und da waren übercoole Leute. Ich habe voll viele nice Leute kennengelernt. So. Und das, du weißt ja, wie das ist im Urlaub, da ist man auch noch ein bisschen emotionaler, so, weißt du, und dann triffst du die ein oder andere Person, so, mit der man ein bisschen abhängt und eine gute Zeit verbringt. Und daher habe ich da gute Erinnerungen dran. Aber ich muss auch sagen, das ist so, was ich schön finde bei dem Song, ist diese Mischung zwischen, dass er auf der einen Seite irgendwie happy und euphorisierend ist und auf der anderen Seite doch irgendwie melancholisch, so, weißt du. Also, deine Stimmung passt sich nicht nur dem Song an, sondern der Song passt sich auch deiner Stimmung an. Sprich, du kannst ihn von mehreren Seiten sehen. Genau. Und der ist einfach krass. Ich habe in Aschaffenburg irgendwann mal eine Show gehabt vor 2, 3 Jahren. Und da bin ich dann, weil die Crowd so geil war, bin ich dann durchgedreht, habe mir den Text dann runtergeladen aufs Handy und habe dann live den Song performt. So. Die Leute haben sich totgelacht, weil ich auch null singen kann. Aber es war cool, es hat voll Spaß gemacht. So. Geil. Ja, ich stelle mir nur gerade vor, wie du den Song in deinem... Du fährst ja jetzt Audi, glaube ich, oder? Nicht mehr Mercedes, oder? Nee, ich fahre AMG noch. Ah, okay, immer noch AMG. Ja, wie du den in diesen AMG pumpst, finde ich schon geil, der Gedanke. Ja, Mann. Wenn er im Radio kommt, pumpe ich den auf jeden Fall. 100%, Alter. Super.